Wie in einem der vorhergehenden Videos bereits erläutert, ist es sehr einfach möglich, Staffelpreise zu berücksichtigen. Und zwar, wir haben in einem der vorhergehenden Videos bei Staffelpreise es artikelabhängig gemacht. Wir haben einen Artikel, bei dem wir Staffelpreise oder Abgabemengen hinterlegt haben mit verschiedenen Abgabepreisen, die natürlich abhängig sind von der Abgabemenge. In unserem Beispiel haben wir gesagt, dass unsere Schraube, unsere pinkfarbene Schraube, original 99 Cent kostet, aber ab 50 Stück kostet sie 91 Cent. Schauen wir uns einfach nochmal kurz an. Wir gehen hier auf unsere Schraube. Der Standardpreis ist hier 99 Cent. Der Staffelpreis ist bei 50 Stück 91. Soweit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt die Abgabemenge artikelabhängig gemacht. Sie können es aber auch kundenabhängig machen. Was bedeutet das? Im Kundenstamm gehen wir jetzt einfach mal rein, sagen wir nehmen unser Autohaus Schraubenmeierhaus. Wir ändern das und sagen, pass mal auf, hier, lieber Kunde, du hast standardmäßig eine Preisliste hinterlegt. Somit ist es unabhängig von der Abgabemenge, können Sie kundenspezifisch bestimmen, welchen Preis der Kunde erhält. Es könnte ja sein, dass Sie sagen, der kauft so viel bei mir, der kriegt generell Preisliste 3. Worauf ich bitte hinweisen möchte an dieser Stelle, ist, dass Sie bitte nicht Rabatt und Preislisten miteinander verwenden. Denn es könnte sein, dass Sie einen Artikel sehr, sehr knapp kalkuliert haben, ihn aber trotzdem zu einer hinterlegten Preisliste abgeben und dann würde nochmal ein Rabattabzug erfolgen. Dann könnte es sein, dass Sie schnell ins Minus mit Ihrer Kalkulation rutschen. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn Sie eine klare Linie fahren. Wenn Sie Preisstaffeln verwenden, entweder artikelabhängig machen oder kundenabhängig machen, weil dann haben Sie eine klare Richtlinie, die Sie sehr leicht pflegen können und haben da nicht ein riesen Kuddelmuddel drin oder irgendwie so ein Mischmasch, sagt man bei uns in Bayern. Okay, also wir sagen, der Schraubenmeierhaus Hans bekommt Preisliste 3. Wir speichern das. In den Systemeinstellungen empfehle ich Ihnen an dieser Stelle zu sagen, der Karteikarte Verkauf, Verhalten und Optik, dass, wo haben wir es? Hier. Bei Leistungsmerkmale, Verzeihung, die Staffelpreise im Verkauf nicht berücksichtigt werden sollen. Okay, dann gehen wir jetzt her und gehen jetzt in unseren Verkauf hinein. Wenn wir im Verkauf sind, sollte natürlich der Kunde vorher bekannt sein. Denn Wabi Profi 3 muss beim Einbuchen des Artikels wissen, ob es sich um eine Sonderkondition oder eine hinterlegte Sonderkondition für einen Kunden handelt. Wenn Sie dieses Prinzip fahren, dann sollten Sie entweder mit Kundenkarten arbeiten, mit dem Wabi Profi 3 im Übrigen auch umgehen kann, oder Sie klicken jetzt halt hier auf Kunde und sagen, ah, der Schraubenmeierhaus, das ist jetzt unser Kunde, den wähle ich aus. Und nun kann ich unsere pinkfarbene Schraube verkaufen und sage, ich verkaufe 10 Stück. Und wir erinnern uns, der Standardpreis ist 99 Cent und dann haben wir 97 Cent und 91 Cent und 85 Cent bei 100 Stück. Da wir aber gesagt haben, der Kunde Schraubenmeier Hans bekommt immer die Staffel den Preisliste 3, bedeutet es, jetzt sollte er eigentlich den Artikel für den Staffelpreis 3 bekommen, sprich 85 Cent. Und genau das ist jetzt auch passiert. Er sagt, der Kunde Schraubenmeier Hans hat einen hinterlegten Staffelpreis und der Staffelpreis wird unabhängig von der Abgabemenge angewandt. Können wir uns ganz einfach ansehen, hier zum Kundenstamm können wir direkt hinspringen und hier sehen wir, dass unser Schraubenmeier Hans die Preisliste 3 hat. Bedeutet, im Artikelstamm, und ich gehe jetzt mal bewusst hier über Infos und sage bearbeiten, nur damit Sie sehen, wie einfach das ist oder wie Dinge miteinander logischerweise verknüpft sind und Sie ohne groß irgendwas eingeben zu müssen, direkt auf den gewünschten Datensatz kommen. Es ist total simpel in Wabi Profi 3. Okay, dann haben wir hier unseren Artikel und wir können hier nachschauen, bei den Staffelpreisen haben wir ja in der Staffelmenge 3 100 Stück stehen, aber der Abgabepreis der Preisliste 3 sind 85 Cent und da wir es ja kundenabhängig gemacht haben, wird die Abgabemenge ignoriert. Natürlich können Sie dieses Häkchen oder diese Information auch setzen. In den Systemeinstellungen und Verkauf könnten sagen, ja, aber ich will, dass die anderen Kunden die Staffelpreise trotzdem erhalten. Und ich will, sie wollen nicht jeden pflegen. Also das heißt, die haben jetzt wieder so eine Mixgeschichte, dass auf der einen Seite sagen sie, wenn ein Kunde, dann hinterlegt die Preisliste. Wenn kein Kunde angelegt oder ausgewählt ist im System, dann nehmen sie Standard, dann nehmen sie die Abhängigkeit von Abgabemenge zu Abgabepreis. In
unserem Beispiel bedeutet es, wenn wir jetzt für einen Laufkunden oder irgendeinen anderen Kunden, zum Beispiel für den Franz Reiner, der keine Preisinformationen hinterlegt hat, weil er hier die Preisliste Standard hat, wir verkaufen jetzt den Artikel mit, keine Ahnung, 60 Stück, dann sollten wir jetzt hier diesen reduzierten Preis haben, weil ab 50 Stück kostet er ja 91 Cent, was auch unser Beispiel hier klar wiedergibt. Wenn wir jedoch den Kunden Schraubenmeier Hans auswählen und dem sind ja Preislisten zugeordnet und wir verkaufen jetzt die Schraube und wir verkaufen 60 Stück, dann kriegt das auch für 85 Cent, weil wir gesagt haben, der Schraubenmeier Hans erhält den Artikel immer für die Preisliste 3. Ja, das war's mit den kundenabhängigen Preislisten und Staffelpreisen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis bald.